Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Incredibles Marke Lego. Ich freue mich. Alter, was war denn das? Hier doch irgendwas gerade gequietscht, irgendein Vogel oder so. Egal. Ja. Wir sind hier mit den Eltern unterwegs und sind auf dem Weg zu unserem neuen Haus, wohl, so wie es aussieht. Wir gehen hier mal ein bisschen querfeldein, vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Ja. Und auf dem Weg praktisch... Oh, warte mal. Auf dem Weg zum... zum zweiten Film, glaube ich. Und, ach, wie süß. Hallo, kleine Kuh. Ein kleines Kälbchen. Oben auf dem Dach gibt es da bestimmt auch noch irgendwas, oder? Komme ich da hoch? Da gibt's was zum... Ah ja, warte. Hallo. Komm mal her, Madame. Nee. Nee, hier hin und jetzt kann ich die doch. Hä? Wieso kann ich die nicht da hochwerfen? Hallo. Das ist so eine Scheiße. Warte mal, kann ich mit ihr? Ah, so wird ein Schuh draus. Hä? Jetzt hat. Okay, alles klar. Noch so ein Ding. Sehr cool. Okay, sie ist wieder verwandelt. Alles klar. Da ist noch so ein Ding. Yep. Was ist das hier? Ich bin auf jeden Fall ein blaues Steinchen. Wunschbrunnen. Auf geht's. Wer läuft denn da rum? Wow. Okay, das war mal ein geiler Brunnen. Alles klar. Was haben wir hier? Öff. Ah, da haben wir einen befreit. Auch nicht schlecht. Cool. Ist wieder so ein Racing-Ding. Ey, scharf, Ruhe. So, der Bauernhof hier. Noch so ein Ding. Was ist das hier? Nix. Okay. Mann, ich schaff das nicht. Warum verwenden die schriftliche Anleitungen? Schritt für Schritt Bilder. Okay, reparieren kann ich aber nicht. Dafür haben wir die falschen Charaktere. Wir sind irgendwie hier außen rum jetzt. Vielleicht hätte ich mir doch mal ein Auto besorgen Hilfe! Sollen. Hilf mir! Hallo? Hilfe! Das kann die, glaube ich, oder? Oder? Hallo? Peng! Ja, komm, du kannst schon aufstehen jetzt. Merci! Held der Massen. Sehr cool. Was haben wir hier? Screensavers abgeschaltet. Was ist wieder so ein Essen-Ding? Wir könnten uns hier auch einfach so ein Auto rippen, aber ist jetzt nicht die feine englische Art. Das machen wir mal lieber nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Sieht alles so versteckt aus hier. Nö. Na gut. Das ist so unfair, dass der Einsatz ihrer Kräfte illegal war, während Leute, die mit
glaube, es brennt. So, wieder zurückbringen zur Lady hier, die beklaut worden ist. Ich glaube, es brennt. Auf frischer Tat ertappt. Haha, sagt sie. Gut. Was haben wir hier? Müssen wir denn hier hin jetzt? Hier ist das Gefängnis. Da hinten brennt's. Eilmeldung! Willkommen zu den Meldungen des Tages. Ich bin Jane Johnson und melde mich mit den neuesten Nachrichten. Bei uns gehen gerade explosive Berichte über eine Störung im Stadtparkbezirk von New Urbem ein. Und diesmal ist es nicht nur ein nicht angeleinter Hund oder ein unberechenbarer Drachen. Hinterhältige Pantomimen wurden dabei beobachtet, wie sie in städtischen Grünanlagen Bomben legten. Die örtlichen Polizeibehörden versuchen zwar, das Chaos einzudämmen, aber wie es aussieht, benötigen sie Hilfe. Bürgern wird geraten, ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit nicht zu verlassen. Es dürfte ja kein Problem darstellen, sich ein, zwei Tage lang die Beine nicht zu vertreten, oder? Schließlich werde ich dafür bezahlt, Tag für Tag in diesem Stuhl zu sitzen. Und mir geht's prima. Schon wieder Pantomimen? Ja, was ist denn hier los? Verbrechenswelle aktiv. Was müssen wir hier machen? Oh, Entschuldigung. Sogar Charlie weiß das, ne Charlie? Scheiße, es wäre außerhalb gewesen. Okay, dann gehen wir wieder raus. So, was willst du denn, junger Freund? Ich muss nach Hause. Es ist hier draußen nicht sicher für den kleinen Charlie. Hier gehen so viele Pantomimen mit unsichtbaren Hunden spazieren. Das macht ihm Angst. Ich habe Massen von Leuten, was soll ich jetzt machen? In der Falle sitzen oder Hilfe brauchen. Es ist beängstigend da draußen. Du musst ihnen helfen! Mission annehmen, die stillen Typen. Ah ja, okay. Alles klar, machen wir. Hier ist auch irgendwo einer. Ach, der ist jetzt aber hier in dem Labyrinth drin, oder was? Dann nehmen wir erstmal den hier. Ist. Ich bin mir sicher, dass ich hier schon mal war. Okay, hier kann ich nichts machen. Was ist denn hier los? Wo ist denn dieser Kerl? Diese Pantomimen haben meinen Freund aufs Dach gescheucht. Benutze die Fensterputzer-Plattform, um da hochzukommen. Das wirklich tun? So, Pantomim, jetzt gibt's erstmal auf die Zähne hier. Puff. Wie lösche ich denn hier nochmal die Brände?
Das doch mal gleich. Kann ich hier irgendwie Figuren wechseln? Oh ja. Wo ist denn der Frozone? Da hinten. Was? Ups. Jetzt habe ich einen Bob eingefroren. Nochmal so ein Springen, so ein Hüpfding raus. Auch hier weiter? Nee, ne? Hier ist kein Griff dran. Scheiße. Na gut, machen wir hier weiter. Was jetzt? Lodernde Flammen können mit Hilfe nur von Wassertürmen und Feuerwehrautos gelöscht werden. Was? Feuer aus und dann kann der Dicke nämlich hier der Bob da ein bisschen rumrandalieren und dann sollte das eigentlich funktionieren. Puff. Das macht er wieder hier. Danke für die Hilfe. Zumindest haben sie mir meinen Abzieher nicht weggenommen. Alle wollen sie meinen Abzieher. Kein Problem. So, was muss ich denn jetzt hier machen? Das Ausrufezeichen ist immer noch da. Soll ich hier machen? Ich gehe mal zu den anderen zwei, mal gucken, was hier so los ist. Na, was ist denn bitte schön das Problem? Hilfe! Wie konnte das überhaupt passieren? So. In Stein gehauen. Okay, dann lassen wir hier mal die Flammen. Los geht's. Das letzte Mal, dass ich einem Straßenkünstler nicht spende. Wie gut, dass also, du geht da doch. Bist. Du bist wirklich ein echter Held. Ja, bin ich. Juhu! Ein goldener Stein mehr. Mission abgeschlossen. Eine von zwei.
Na dann, wechseln wir gerade mal mit Frozone auf meinen kleinen Lieblingsfreund. Dann sind wir nämlich auch ein bisschen flotter unterwegs. Wo ist denn das zweite Ding da hinten irgendwo? Ja. Hey, ich hab gesehen, wo diese Pantomimen ihre Bomben... Weißt du, woher ich weiß, dass diese Pantomimen nichts Gutes im Schilde führen? Das Kunstfestival beginnt erst in 3 Wochen. Und ich hab gesehen, dass überall Bomben gelegt werden. Du musst uns helfen. Na sowas. Na klar, machen wir. Jawohl, nehmen wir an. Dann zeig ich mal her, wo die Bomben sind. Ich glaube, ein paar davon. Ja, gut. Das ist natürlich jetzt die... eine Riesenbombe. Okay, alles klar. Dann nix wie hin. Oh, Entschuldigung, Vater. Das war rein, keine Absicht. Was ist das hier für ein Ding? Hm, muss ich das verstehen? Hier ist ein Bömpchen. Was haben wir hier? Oh, hier sind ein paar mehr. Was baue ich hier? Ich nehme die 2 Bomben hier weg. Kann ich mit dem hier? Wo muss ich denn hin mit dem Ding? Ah! Puff! Alles klar! Junger Mann, auf geht's. Du bist wieder an der Reihe. Hier drin sind auch Bomben, oder? Da ist eine. Ich bin mir sicher, dass ich hier... Nicht dahin, hier nicht. Ey! Puff! Super Angriff! Noch einer. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich war, als ich dieses Labyrinth begonnen habe. Musst du jetzt hin? Auch wieder dahin? Halt hier jetzt raus. Oder so eine Bombe. Ja, du musst auch wieder da hoch. Ei, ja gut, dann gehen wir wieder hier hoch. Halt, halt! Gehst du wohl? Willst du wohl? Da geht's lang. Ja. Puff! Ja, geschafft! Nehmt das! Nicht fettnutzigen Straßenkünstler!